Hallöchen, liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Tekken. Let's Play Tekken. Ha, ist das eine geile Mucke, ey. Nee, Spaß beiseite. Wir haben heute wieder sehr, sehr viel vor. Und jetzt habe ich wieder vergessen, was ich gerade machen wollte. Ja, unsere Spitzhacke war ziemlich angefragt und wir wollten doch mal ein bisschen Eisen in den Ofen legen. Ach ja, hier haben wir doch Eisen. So sagt mir das keiner, dass da Eisen war. So, wir machen uns eine Spitzhacke und begeben uns dann wieder auf Reisen. Aber ich würde sagen, die Höhle bräuchten wir bald sogar gar nicht mehr gehen, denn wir haben ja schon einiges gefunden. Oh, aber der Hunger, der quält uns wirklich. So, wir müssen aber noch mal ein bisschen nach unten. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Diamant da unten. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und die Musik übrigens, die erinnert mich wieder, als es wirklich angefangen hat. Mit Minecraft, das war richtig geil früher. Minecraft Beta 1.3 und da habe ich dann die Aufnahme bei der Minecraft Beta 1.5 gestartet. War schon cool, ein paar Adventure Maps und dann habe ich auch öfters mal die Musik hier. Von dem Stil hier die Musik genommen, weil das war zu der Zeit halt immer so in dieses mittelalterliche Gezeug und das finde ich einfach auch selbst cool. Gefällt mir, ja. Deswegen ist es auch in meinen Let's Plays, weil es einfach coole Musik ist. Und die habe ich seit neuestem nochmal in der Playlist drin. Also ich habe verschiedene Playlisten, einmal Papa Feud Playlist, dann eine so allgemein von Incompetech und was weiß ich, was da nicht noch alles für Musikdinger drin sind. Und halt diese hier, auch von Incompetech, von Kevin McLeod oder wie er heißt. Aber halt so im mittelalterischen Stil, mittelalterischen Stil gemacht, ja. Und das ist das jetzt Tin oder Silber? Tin. Okay. So, auf jeden Fall, die Musik, die passt irgendwie dazu, finde ich. Also, ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde die Musik ganz witzig. Also könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Musik hier gefunden habt. Oder findet. So. Bam. So, das nehmen wir auch mit. So. Das ist jetzt hier schnelles Abbauen. Richtig effektiv. Ja. Aber hier von dem Zeugs brauchen wir jetzt erstmal nichts mitnehmen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Aber ich nehme jetzt Eisen und so mit. Ich nehme jetzt mal nur das Wichtigste mit. Denn wir haben eigentlich schon relativ viel von dieser Copper-Ohr. Und so viel brauchen wir nie und nimmer. Obwohl, Kohle bräuchten wir eigentlich öfters mal. Deswegen sage ich bei Kohle, nehmen wir mit. Wow, ich höre nur noch diese Zündung. Und dann geht hier ein Creeper neben mir in die Luft. Ach, die wollte ich ja nicht mehr mitnehmen. Ah, da hinten ist so ein biestiges Viech namens Skelett. Aber hier ist Lava. Und wo Lava ist, ist der Diamant nicht weit entfernt. So. So, da ist mein Eisenschwert. Okay, dann nehme ich mal das Eisenschwert in die Hand. Und leuchte mal hier ein bisschen auch aus mit den Fackeln. So, das kann ja wohl nicht sein hier. Jetzt kommen hier sogar schon die Viecher an. So. Gold wieder. Oh Gott, was geht denn hier schon wieder? Eine Spinne. Eine Spinne.
Wow. Das sieht ja auch hier irgendwie atemberaubend aus, aber wir müssen erstmal hier, bevor wir weitergehen, unten die Items alle wegräumen. So. Er hat aber jetzt eine andere Farbe. Ist ein bisschen bläulicher. So, Kohle lassen wir jetzt auch mal liegen. Ich denke, wir haben genug Kohle. Obwohl man eigentlich ja, wie ich eben gesagt habe, nie zu viel Kohle haben kann. Weil braucht man eigentlich so gut wie immer. Aber hier von dem Zeug finden wir jetzt auch mittlerweile relativ viel. Hier sind wir gerade auf so einer Ebene, da findet man ziemlich viel. Ist auch ganz gut so. Ist mir wirklich recht. Damit wir auch mal hier vorankommen. Und da vorne haben wir doch was ganz Feines. Ist es Diamant? Nein! Es ist kein Diamant, aber irgendein anderer geiler Stoff. Ich dachte schon, das wäre Diamant, aber es ist ja das Thex Texture Pack und da müsste ja der Diamant noch normal aussehen. Oh, da steht wahrscheinlich oben in der Lava gerade ein Skelett. Jo. Oh, geile Ader hier. So muss das sein. Perfekt. Relativ seltener Stoff, den ich hier, glaube ich, gerade gefunden habe. Ein Rohstoff, der wirklich wichtig sein kann. So. Auch hier haben wir schon wieder Lava. Wobei ich hier auch wieder schon ein Zombiechen gehört habe. Man muss hier auf jeden Fall immer aufpassen. Okay. Hier nochmal ein bisschen was abernten von. So. So ist das Optimum. Ja, die lassen wir liegen. Hier haben wir auch nochmal Lava, da geht's hoch. Werden wir uns dann ein andermal drum kümmern. Und hier oben haben wir Redstone. Oh, das war ein Rubin sogar. Da haben wir noch mehr. Hätte ich nämlich jetzt schon wieder übersehen. Wäre dieser Gravel nicht darunter gefallen. So, jetzt müsste da aber nichts mehr sein. Ja, wunderbar. Hier gehe ich immer noch nicht hoch, aber hier habe ich noch was vergessen. So. Ja, das nehmen wir einfach mal mit jetzt. Haben wir ja mittlerweile auch viel von. Oh. Ah, so. Heute bei mir ja großer Aufnahmetag. Übrigens mal so, fällt mir mal gerade so ein. Ich habe noch einiges vor heute. Ah, da bin ich mal gespannt, ob die Aufnahmen auch alle so gut werden, wie ich mir das vorstelle. Da könnt ihr echt gespannt sein auf die eine oder andere Aufnahme. Aber wenn ihr das Video seht, sind die Aufnahmen wahrscheinlich schon alle hochgeladen worden. Oh. Übrigens, was gerade aktuell war, es ist der Tag, also wo ich jetzt hier gerade aufnehme, als ich auf einmal nur noch auf meinem Kanal 20.000 Videoaufrufe habe. Ich dachte mir so, wo sind denn meine anderen 20.000 hin? Na, dann bin ich mal auf Social Plate gegangen, da stand dann minus 20.000 Videoaufrufe. Und dann habe ich mal geklickt, warum das jetzt eigentlich so ist. Ja, YouTube hat doch einfach mal beschlossen, wenn man Videoaufrufe bekommen hat, wo die Videos allerdings aber gelöscht sind, dann werden die jetzt aberkannt. Und somit wurden mir 20.000 Videoaufrufe aberkannt. Das müsst ihr euch mal reinziehen, wie viel das ist. Jetzt habe ich auch noch 20.000, aber ihr müsst euch mal vorstellen, wie viel das ist. Und ihr wundert euch jetzt, hä, wieso hast du so viele Videos gelöscht? Ja, ich habe sie unfreiwillig gelöscht, beziehungsweise ich habe sie noch nicht mal gelöscht. Sie wurden mir gelöscht. Nämlich wurde ich ja letztes Jahr gehackt und da wurden meine gesamten Videos gelöscht und dann muss man nicht mal reinziehen, was ich jetzt eigentlich für einen Erfolg gehabt hätte, hätte ich die Videos noch gehabt, wenn diese alleine schon 20.000 Aufrufe gehabt hatten insgesamt. Das ist schon eine ganze Menge, das waren 80 Videos, ungefähr so viele wie ich jetzt habe. Jetzt habe ich glaube ich über ein paar über 90.
Aber das hätte sich schon echt jetzt anders verlaufen. Also, hätte schon ganz anders laufen können. Weil die Videos kriegen ja auch immer noch weiter Klicks. Aber es ist jetzt nun mal nichts mehr dran zu ändern. Kann sich da so lange drüber aufregen, aber das brauche ich jetzt auch nicht. Aber naja. Hier habe ich irgendwas runterfallen hören. So, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ne, wir wollen hier nichts von Kronk klauen. So, den hätten wir auch. Okay. So, der hat sogar schön daneben geschossen. Finde ich gut. Und da haben wir noch einen Rubin. Oder noch einen und noch einen. Und noch einen. Boah, so ist echt gut. Wenn das so weitergeht hier mit den Hügeln. Sind echt sehr, sehr rohstoffreich. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Da ist schon wieder Eisen. Also bräuchten wir ja bald noch eine neue Spitzhacke. Weil meine ja jetzt auch dem Bach runtergeht. Und Alter, schaut euch das an, was hier alles noch auf uns warten wird. Mein lieber Mann. Aber wir haben bislang immer noch keinen Diamanten. Und ob wir hier jemals rausfinden und hochfinden werden, ist auch nochmal eine ganz andere Frage. Auch hier auf Verbrennung. So. Jetzt müssen wir zurückfinden. Das wird sehr schwierig werden. Aber das kriegen wir schon hin. Denn wir haben ja noch eine Wegmarkierung oben auf der Minimap. Und da ist unsere Base. Beziehungsweise unser Startpunkt. Unsere Base ist ja eigentlich woanders. So, und hier haben wir jetzt eigentlich nichts Besonderes hier oben. Können auch eigentlich mal ein bisschen sprinten. Ist ja jetzt nicht so, dass wir gar nichts zu essen haben. Ein bisschen haben wir ja. So. Hier hoch ging es nicht. Hier könnte man jetzt... Ach ja, hier sind wir auch lang gekommen. Stimmt. Ach ja, den nehmen wir auch noch gerade mit. Wow. Auch ein Creeper. Ach, der sollte eigentlich nicht in die Luft gehen. Das war jetzt nicht geplant. Aber naja. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo geht es hier rauf? Beziehungsweise raus. Level 4 sind wir übrigens. Sollte man vielleicht auch mal so ein bisschen nebenbei noch drauf achten, falls wir da mal irgendwie ein höheres Level erreichen. Wegen einem Enchanting Room. Vielleicht geht es ja jetzt hier irgendwo raus. So. Boah, immer noch schnell Fackeln hinsetzen. Ah, fucking Zombie. Okay, schöner Raum hier. Und wahrscheinlich wird es da oben rausgehen. Ich weiß jetzt so richtig sehr. Ist da Wasser? Ja. Okay. Aber die Folge ist auch schon wieder rum. Deswegen muss ich mich jetzt schon wieder verabschieden. Aber wir werden auf jeden Fall rausfinden. Und die ganzen Sachen, die wir hier haben, sicher nach Hause bringen. Also ganz gute Ausbeute in dieser Folge. Kann man doch so lassen, oder? Also, bis dann, Leute. Ciao.